Morgen! Guten Morgen aus Mähren. Wir sind ein Stück in den Westerwald reingefahren. Und sind jetzt auch schon ein paar hundert Meter gelaufen, bisschen aus dem Ort raus. Genau. Wir haben eine Wanderrunde vor von ungefähr 9 Kilometern. Und wie ihr seht, es scheint die Sonne, aber... Minus 8 Grad. Ohne Mütze, aber er hat sie in der Tasche. Ich habe aber mit Mütze und Handschuhe dabei, keine Angst. Wir sind Melanie und Uwe und schon seit 1990 sind wir am liebsten in der schönen Natur unterwegs. Dazu gehört für uns das Wandern, allein oder mit Freunden, Reisen mit unserem selbst ausgebauten Van und vor allem den Moment genießen. Mehr brauchen wir nicht. Ich habe eine Mütze auf. Das ist wirklich saukalt, hat nicht lang gedauert. Hat es aufgesetzt. Im letzten Video ging es ja immer plitsch, platsch, plitsch, platsch. Aber heute, wie ihr hört, knirsch, knack. Hier ist der Wald noch gesund. Und hier nicht mehr. Willst du wohl nicht barfuß weiterlaufen? Ist irgendwas im Strumpf. Keine Ahnung. Im Gleichschritt, Marsch! Hört sich doch an, als wenn eine ganze Marschkolonne hier marschiert. Links, 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 so, drei, vier. Durch den schönen Westerwald, ja, da pfeift der Wind so kalt. Die sogenannte Promenade. Gott sei Dank ist hier alles gefroren, sonst wäre es nämlich ganz schön matschig.
eine kleine Umleitung geben. Da liegen Bäume auf dem Weg. Es geht wieder mal ein Stück Straße. Die kleinen, schmalen Pfade lassen heute echt auf sich warten. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber wir sind in der Nähe und da, wo das Lied erfunden wurde, Udo Schöner Westerwald. Hier pfeift nämlich der Wind ganz schön kalt. Wir sind auch ein Stück auf dem Sagenweg unterwegs und hier ist gerade eine Geschichte von der weißen Frau. Und zwar nicht weit von Mähren entfernt, in Altenburg. Da gab es eine Burg und da hauste ein Ritter, der immer die armen Bauern und die Pilger und die Kaufleute ausraubte und teilweise auch misshandelte. Da haben sie dann mit in die Burg und so. Und die Tochter, die weinte immer über diese Untaten des Vaters. Und eines Tages, als der Ritter mit seinen Gefolgsleuten und einer Beute nach Hause kam und die alle ziemlich betrunken waren, ist die Tochter dem Vater entgegengetreten und bat um Freilassen, vor allen Dingen des Kaufmannssohnes, musste wohl ein hübscher Mann gewesen sein. Und der betrunkene Ritter, der drohte der Tochter und wie es dann kommen musste, in rasendem Zorn, stieß er das Schwert in ihre Brust und sie starb. Und lange Zeit wandelte dann das tote Mädchen in weißes Leinen gehüllt, jede Nacht um die Burg und das Dorf, um so die Freveltaten des Vaters zu sühnen. Und das ist halt ein Sagenmotiv, was anscheinend in ganz Europa beliebt ist. Wir wussten es nicht. Ihr? Jetzt geht's wieder ins Dorf. Ja, wollen wir mal gucken, ob es auf ist. Ja, ist zu. Schade. Aber du wolltest trotzdem was sagen. Ja, das war das ehemalige Verlies. Was soll ich dazu noch sagen? Es steht da. 1547 erbaut. Das hätten wir nicht erwartet. Hier gibt es sogar eine Freilichtbühne. Richtig schön gemacht. Ist leider zu, die Kirche. Heute bleibt für uns leider alles verschlossen. Die Kirche war verschlossen, jetzt haben wir gedacht, wir drehen noch mal eine Kurve. Vielleicht ist ja jetzt das Verlies auf. Es sollte meistens offen sein. Heute ist leider nicht meistens. Hier an dem vereisten Springbrunnen in Mähren wollen wir unsere Runde beenden. Und damit auch das Video. Es war eine richtig schöne Runde mit Sonne und richtig eises Kälte. Und der Wind hat hier ordentlich gepfiffen im Westerwald. Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, obwohl alles geschlossen hatte, dann zeigt es uns gerne mit einem Daumen nach oben. Oder schreibt mal einen Kommentar. Wir beantworten ihn auf jeden Fall. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das machen. Wir würden uns freuen. Dann sagen wir mal, bleibt gesund. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Thank you.